Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Heute spielen wir Profi und zwar auf Edgefield. Ihr seht es schon, die Könner unter euch haben es sofort erkannt. Und ja, wir legen direkt los. Diesmal haben wir auch... Ich wollte gerade einen Schlaganfall kriegen. Der hat ein bisschen gebraucht, die Technik zu starten. Uhuhaha. Diesmal haben wir ja auch alles, was wir brauchen. Ich danke übrigens dafür die vielen Kommentare. Es war wieder sehr lustig beim letzten Mal. Es war wirklich cool. Die Challenge hat mir mega Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich deswegen auch mal echt auf eine normale Runde mal wieder. Ich bin gerade auch etwas erstaunt, dass es ein bisschen laggy erscheint. Naja, gut, wir gucken mal. Vielleicht, weil das Spiel jetzt letztes Mal ohne so Technik ausgekommen ist und jetzt trigger ich den hier. Man weiß es nicht. Oh cool, wir haben das Board. Das hat man ja bisher noch gar nicht in den letzten Tagen. Okay, jetzt müssen wir noch was für der Geistesknochen haben wir schon. Board haben wir schon. Alles Nötige ist da. Der Breaker ist im Keller. Wir haben Hiding Spot in der Garage. Richtig gut. Ja, dann. Wo habe ich denn das gerade gehört? Das klang gerade ein bisschen nach einem... Es klang gerade für mich ein bisschen wie der Wurf eines Poltergeistwurfes. Aber scheint es wieder der Geist hier unten, ne? Okay, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Das ist was Schönes, habe ich auch mal gehabt. Also, nicht Fliegen, sondern diese Fliegenfalle. Und da hingen ganz viele Fliegen dran. Das war leider echt ein Jahr, wo wir irgendwo was Fliegiges in der Bude hatten. Das war ekelhaft. Hallo, du bist auch wirklich hier. Okay, ich bin gleich wieder da. Habe ich den Breaker jetzt eigentlich angemacht? Nö, habe ich gut gemacht. Ja, dann mache ich den gleich mal eben an. Manchmal bin ich so ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Here we go again. Nee, beim letzten Mal haben wir so viel Kram gelabert. Es war wirklich schön, es war wirklich schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch einfach mal so gewisse Themen mit euch zu besprechen. Okay, ob sehe ich gerade nicht. Aber es kann auch sein. Schreibe ins Buch. Da. Oh, cool. Hier können wir schon mal fotografieren. Ob es UV-Licht brauchen wir als nächstes, um Fingerabdrücke zu checken. Es kann natürlich auch sein, dass der Orb in dem Raum davor ist. Das ist, soweit ich weiß, ein Raum da unten. Also der kleine Vorgang und der Raum im Keller sind ein Raum. So kam es mir bisher immer vor. Ob es so ist, keine Ahnung. So. Ja, sehr sauber. Fingerabdrücke. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Bist du da? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du in der Nähe? Wie alt bist du? Wo bist du? Okay. Perfekt. Danke. Er wirft da unten seine Döschen rum, wenn es ihm Spaß macht. Ich muss auch noch Fußabdruckfotos für den Weekly machen. 50 Stück, aber ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Weil so oft benutze ich Salz tatsächlich nicht. Wir bauen das gleiche Setup nochmal auf in dem anderen Bereich. In dem vorderen Bereich.
Okay, okay, ich gehe später, ja? Der wirft da unten richtig fleißig den Kram rum. Naja, wenn es ihm Spaß macht, soll er euch machen. Was? Okidoki. Dafür beeilen wir mal den hier mit. Das nehmen wir mit. Das auch mal. Gut, keine Gefiltertpatronen, sind wir weit weg von. Dann gucken wir jetzt erstmal in die Camps, ob wir da irgendwo irgendwie einen Orb sehen oder so, wie ich sagen, ne? Aber die Sanity ist schon hart runtergegangen, ne? So. Und die Tür wieder angetatscht, das gibt wieder zwei Fotos. So. Gib mir ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Das ist super schlau, hier die Taschenlampe irgendwo hinzulegen. Findest du nicht auch? So, haben wir die Fotos fertig. Da ist die Taschenlampe. Falls da was Specialiges kommt, wie eine Barke oder sowas. Achso, genau. Bei Weiß haben wir Fingerabdrücke bisher. Okay. Fotos sind fertig. So, perfekt. Foto vom Geist, Sandwich unter 25 bringt und das Kruzifix. Das wird schon noch passieren, keine Sorge. Wir nehmen noch eine Kamera mit runter für das Geisterfoto. Smudgy, Max Smudge Smudge. Natürlich auch mit. So richtig wissen wir noch gar nicht, was da so abgeht, ne? Gib mir ein Zeichen. Ja, gut. Danke. Da ging's los. Er hat es in dem Moment gemacht, das Event, wo ich die Kamera wegtue, ne? Typisch. Ob es Phantom ist, sehe ich leider nicht. Ich glaube, war es jetzt nicht. Ich hätte natürlich auch hingehen können, aber... warte mal eben. Wenn doch, ist auch egal. Finden wir dann raus. Weil da wäre es Dots und... Box müsste eigentlich machen dann. Warte mal, ob ein Dots kommt irgendwo. Also hier sehe ich erstmal nichts. Was hat die andere Cam? Ein Orb sehe ich auf jeden Fall auch nicht. Die Tür wieder angetatscht. Da war Dots. Sehr schön. Könnte ein Goyo sein. Weil er es bisher noch gar nicht gemacht hat. Und Goyo wäre dann
EMF5. Wird eins sein. Naja, gut. Smudge Stick. Banshee, können wir Banshee-Schrei hinterlassen? Müssen wir mal sehen. Goyo würde aktuell ganz gut passen, weil... Schreibe ins Buch. Kann nicht mehr sein. Box der Phantom. Gefriertemperaturen. Orb haben wir nicht. Es gibt auf jeden Fall keine Banshee. Geisterbox auch nicht. Es wird ein Goyo sein. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Moment. Da war er. Da ist es. Aha, es ist ein Goyo. Jawohl. Ja, du machst das super. Ich helfe dir mal ein bisschen nach, würde ich sagen, weil wir wollen unsere Sanity noch runterbringen. Wie alt bist du? 24, das ist echt jung. Bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Mach, dass du wegkommst. Danke. Sanity ist noch nicht 25? Was macht der denn eigentlich? Ah, okay. Nochmal. Okay, dann machen wir das einfach nochmal. Wie bist du gestorben? Ein Unfall. Wie alt bist du? Bye. Auf Wiedersehen. Scheiß drauf. Fixer noch nicht benutzt. Kein Problem. Das Kruzifix liegt da unten, der wird gleich schon was machen. Wir können halt leider nicht alles hier abdecken, aber doch ein Teil. Bist du denn hier? Gib mir ein Zeichen. Das machst du sehr schön, aber... Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Hat ein schönes Event gemacht, ne? Ist ja mal wieder entspannt, so eine normale Runde zu spielen. Da kommt ein Hey-Event. Thank you.
Okay. Ich würde das Kruzifix. Er hat jetzt hier vorne viel gemacht, ne? Pass auf. Boah, können wir das so? Und so, ja? Okay. Jetzt gleich müsst ihr wieder loslegen. Ja, mach du mal. Gib mir ein Zeichen. Komm schon. Benutze das Kruzifix und lass mich in Ruhe. Dann kann ich gehen. Ja, mach weiter. Du bist der Größte. Hast du dich da festgeglitscht oder was ist da los? Pack die nochmal an. Komm, gib mir ein Zeichen. Komm. Ah, so ein Event. Ja, machst du gut. Gib mir ein Zeichen, komm. Hier bin ich im Sicherheitsradius, hier passiert nichts. Gib mir ein Zeichen. Gut, Smudge. Damit er nicht mehr handeln kann. Und wir können gehen. So, alles klar. Die Sacksau ist im Keller. Goyo passt gut. Wir haben da unten nie einen Dots gesehen, außer jetzt gerade. Also wird das schon korrekt sein, denke ich mal. Ah, was eine schöne Runde. Einfach mal wieder so eine ganz normale, einfache Runde. Das ist doch ziemlich cool. So eine normale, einfache Runde, direkt eine perfekte Ermittlung. So muss das auch sein. So möchte ich das auch sehen. Ist ja auch lustig. Ich mache mir gerade so einen Pfanne-Eistee auf. So einen guten alten Pfanne-Eistee. Und, beim letzten Mal war da nicht so ein Schutznippel drin. Die haben mal so ein muss man extra aufziehen. Das ist so ein Ring drin, den man aufziehen muss. Beim letzten Mal war kein Schutzring drin. Aber der Außenring, der Sicherheitsring, der war noch unangetastet. Also irgendwas ganz Komisches. Okay, wir haben jetzt aber ja einiges schon erledigt. 3 Sterne Geister, man hat echt 3 Sterne. Ich habe halt einfach nur irgendwo hingeschossen, weißt du. Okay. Ereignisse 4 Stück, 2 Jagden, ja. Naja, gut. Okay, mir hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bis dahin und ciao.